Okay, Bizarro-Raum, Elektro, Feld, probably den Tarnumhang auf Cresselia. Trick Room statt Wutpulver auf Patalicha, ja. 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 In solchen Momenten kann einem das Game gewinnen, ne? Das stimmt schon. Wutpulver ist halt nur richtig gut gewesen als Beispiel. Hätte jetzt mein Primarene nicht, wäre das nicht gestorben und hätte den Icy Wind rausbekommen, dann wäre er langsamer gewesen. Huch, was passiert jetzt? Oder auch wenn, also ne, und dann hätte Calyrex zuerst angegriffen mit dem Psycho-Move und der Spukball wäre dann ins Leere gegangen und wir hätten theoretisch gewonnen. Es war halt wirklich wieder so ein Speed-Geficke, ne? Aber ja. So, wir haben den Kollegen. Okay. Boah, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob wir hier einfach, ich glaube, wir machen das hier und gehen auf die Hitzewelle. Kann mich halt Sancto klingen. Protect. Ja, der Typ da drüben ist halt böse, ne? So, erstens das Feld removen. Da ist weniger Schaden von dem Ohrschloch da drüben. Der Lead war... Ja, er hat einen guten Lead gegen uns gewählt. Guten Lead gegen uns gewählt. So, er wird jetzt Sancto klingen auf Juju. Boah, Digga, das ohne das Feld. Und er macht so unfassbar viel. Eiskreisel, er zerstört sein eigenes Elektrofeld? Das ist wild. Das ist wild. Und er protected nicht mit Xian Pao. Interessant. Ja, der Affe hat hier seinen Job gemacht. Stirbt leider. Trotz des Pflanzenfelds. Ja, Recovery und kein Gegnerboost, aber. Ja, ist halt einfach Miraidon. Ne? Bitte triff jetzt die Hitzewelle. Danke. Alter. Okay, es war ein Crit auf Miraidon. Ich dachte gerade, what the fuck? What the fuck? Ja, Juju ist einfach ein starkes Mon, ey. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Rapagos. Stil? Okay. Er hat halt Body Press, aber... Body Press, aber sonst? Warum wechselt der Stil in ein Juju? What? Geht er auf Explosion oder was zum Teufel macht er da? Okay, er terrat das Ding. Terra Wasser. Ah, okay. Na gut, ich kann halt immer noch eine geile Finsteraura auf das Ding da drüben böllern, ne? Boah, ich hab so unfassbar Schaden. Und jetzt treffe ich den halt mit Terra. Mit meiner Terra gut, ne? Terra. Und das trifft halt speziell.
Und ich glaube, den Kampf haben wir in der Tasche. Ehrlich gesagt. Weil Cresselia ist minus init. Und wird ganz sicher nicht zwei Hits fressen. Und Registeel auf plus 1 speziell. Nee, sehe ich nicht, wie der Gegner gewinnt. Farigiraf wäre nice. Team mit sowas wegen rechter Hand Pizarro. So, Grasfeld ist weg. Das ist okay. Wäre eh weggekommen, wenn Dingens wiederkommt. Koraidon, Miraidon. So. Plus 1 mit Juju gegen einen Mon, was gute Spedef-Werte hat, glaube ich, aber... Nee. Get your ass out of here with your bitch ass move body press. Ja, und das war's. It was. Aber wir spielen hier safe. Ah, Gortrom ist tot. Okay, ja gut, dann spielen wir doch nicht safe. Lul. Boah, Digga. Was für Schaden. Und tschüss. Ey, Juju ist so ein böses Mon, ne? Juju macht so viele Kills. Es ist unfassbar. Ohne Witz, ich dachte, als ich diesen kleinen Fisch gesehen habe damals, dachte ich mir so, ja, den wirst du wegklatschen. Aber Juju macht so unfassbar viel immer. Gut, sind wir wieder im Rennen für die Meisterballklasse. Scheinbar. So. Jetzt einer der besten Tracks im gesamten Spiel in Famomo. Juju ist neben Buckle mein Lieblingsmon aus der Gen. Danach kommt Blood Moon. Boah, schaffen wir. Komm, komm, gönn. Gönn jetzt Meisterballklasse, Alter. Kowalski, ich liebe den Santa Penguin, ja. Eisenbündel sieht man gar nicht mehr, ne? Das ist wirklich krass. Boah, Samazenta, das ist ein starkes Team, ey. Puh, Screens und Samazenta, ultra bulky. Wow. Wow, wow, wee, wow. Das ist er. Der Mann fürs Leben. Samazenta kann aber... Also Primarine zerbumst halt Samazenta, ne? Ich leade jetzt halt wieder mit was anderem. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde, aber wir müssen Samazenta aufhalten. Samazenta tötet die Rapadisco. Der Aminakoi macht gut Schaden. Aber Fatalité ist auch cool, aber nicht so viel worth in dem Match. Gastlichkeit, Wutausbruch, Gala Lavados. Ja, das wird interessant, ne? Ich glaube, jedes Mal, wenn man ihn angreift, passiert irgendwas. Ich habe Wutausbruch nie verstanden, ne? Zakian, Zamazenta. Kommt er schön. Schein.
wackerer Schild. Will ich Grimmsnarl weghauen oder Samazenta? Ach, der Stahlkampf. Ja, komm, wir machen den. Oh, oh, boy. Ah. Ah, lecker. Ja, der Crit juckt niemanden, Digga. Das ist eine Free-Runde. Keine Screens für dich, my boy. Und es riecht nach... Warte, lass mich riechen. Oh, Meisterballklasse. So. Pferdestärke. Noch keine bessere Möglichkeit. Juju. Stahlkampf. Er ist wahrscheinlich schneller. Nee, wir müssen unbedingt Samazenta töten. Unbedingt. Eisenabwehr. Okay. Macht der Bodypress Shenanigans? Er hat jetzt halt Katalicia reingeholt. Hat sein Heal damit verschwendet oder gegeben. Ja. So, kann burnen, trifft beide. Unlucky-mäßig. Crittet Gortrom, burn Primarene. Alter, Mashallah, must be nice, so viel Luck zu haben, Digga. Es ist wieder unfassbar. Es ist wieder unfucking fassbar. Wie schnell ist Samazenta? Samazenta ist probably schneller als Juju, nicht wahr? Ich hoffe mal, dass er den Affen nicht angreift. Oh! Der Body Press Primarene. Ah, aber er ist nicht langsamer jetzt. Er crittet Primarene! Oh mein Gott, wie krass kann man um die Meisterballklasse wieder beraubt werden? Ey, das kannst du mir nicht erklären. What the fuck, Alter? Okay, Aurasphärisch den Hund. Er kann halt gegen Mogelhieb kann er protecten einfach. Und danach bringt der Bruder nichts mehr. Okay, er kann... Okay, wir... Ich habe einen Plan. Protect wäre halt der richtige Play für ihn. Wenn er nicht protected, könnten wir gewinnen. Oh Mann, ey, der Eissturm-Drop wäre so wichtig gewesen. Aber das ist schon das zweite Mal, wo Primarene den nicht rausbekommt, weil es gekrittet wird, ne? Wo es wieder game-changing ist. Sinistra zurückrufen. Okay. Moltres. Alright. Terra. Das heißt, er wird aber nicht auf Protect gehen. Wasser. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Hat er gut gemacht. Alter, Schade. Oh, ja, okay. Ja. Macht aber leider nix.
Boah, Alter, was ein Fight wieder. Terrapagos ist leider nicht schneller und er tötet uns mit einem Hit. Das ist das Schmutzige an der Geschichte. Und Moltres kann Unlichtattacken, die beide Seiten treffen. Ja. Na, ich muss ihn doublen. Und ich brauche einen Holzhammer-Crit, bin ich ehrlich mit euch. Momo, ich bedanke mich übrigens bei dir, ne? Ein Ehrenküsschen. Bro, da kommt die... Oh, ich hab vergessen zu... Ich hab vergessen zu Terran. Ich wollte doch Terra... Nee, wollte ich nicht. Wegen dem Arschloch da drüben. Ja, ja. Genau. Ja, aber jetzt werden wir eh sterben. Nee, das wäre der viel bessere Play gewesen. Nee. Jo. GG. Gegen Zamazenta einfach verloren wieder, ha? Huh? Imagine, er wäre jetzt langsamer als Terrapagos. Weil wir mal keinen Crit abbekommen hätten von der Body Press. Und dann könnte ich jetzt einfach Terra Sternadeln. Imagine. Ich überlege mir, ob ich ihn Sternadeln soll, einfach so. Aber am Ende des Tages macht es keinen Unterschied, weil wir halbieren zwar den Schaden, aber Moltres kommt direkt an. Ach, scheiße. Oh! Okay. Oh, gut. Sauber runtergespielt. Ja, hat er sauber runtergespielt. Warum Burn nicht auf Zamazenta? Plazenta? Zamazenta meiner Meinung nach mittlerweile schlimmer als Zacian, einfach wegen Body Press, ja. Ja, Body Press ist krass auf dem Ding. Weil du bist nicht nur auf plus 1 Death, sondern du bist auch auf plus 1 Angriff direkt, weil die Body Press halt auch vom Death ausgeht. Und das ist halt ein Step. Und damit ist Zamazenta einfach stärker als Zacian. Weil Zacian boostet nur seinen Angriff. Deswegen ist Zamazenta stärker tatsächlich als Zacian. Und es hat Eisenabwehr. Ja, ja, genau. Das heißt, es stirbt nicht mehr und tut gleichzeitig... Es hat quasi, es hat quasi einen Schwerttanz nur in beidem. Also es hat einen Schwerttanz in Death... es hat einen... Anstelle von Gedankengut, was beides auf plus 1 macht, hat er einen Schwerttanz quasi auf beides. Das ist schon krass. Die nicht volle Form von Zamazenta ist sogar noch schneller. Wie viel Speed hat Zamazenta? Ich glaube, Zacian hat irgendwie 140 oder so. Ich glaube, Zamazenta wahrscheinlich so um die 130. Die sind beide halt mega schnell. Ne? Wäre auch mit dem Eisdrop, mit dem Eissturmdrop wahrscheinlich knapp geworden. 128. Warte mal, Terrapagos hat 90, ne? Okay, wir senken um 25%. Boah, das wäre knapp geworden.
mit Schild ohne 138. Okay, hätte glaube ich gereicht. Ne? Wobei wir sind nicht full in den West, dann hätte es wiederum nicht gereicht. Naja gut, okay, auch der hat wieder ein unfassbar nerviges Team. Aber lass uns einfach mal gucken. Ja, bisher habe ich es immer bereut, Terrapadisco nicht zu lieben, ne? Aber ich brauche den Mogelhieb. I need the Mogelhieb. Beide bekommen nur den Boost einmal. Hm. Okay. Ja, Abgesang wäre cool gewesen, ne? Auf Primarene oder so. Genau für sowas. Um den rauszuforcen. Ah. Fluttermane. Und der Troll. Okay. Ja, schwieriger Lead. Was kriegt er? Spezialangriff, okay. Okay. Fair. Ja, er spielt gut. Ist ein guter Spieler. Macht von Anfang an den richtigen Play. Jetzt geht er wahrscheinlich auf Moonblast, auf Chiyu. Eisschuhe. Ehre. So, ich wäre jetzt dafür, dass ich nicht die Hitzewelle verfehle auf den Bratan da drüben. Bitte? Ey, heute ist ein absolut maximaler Hextag gegen uns, ne? Das ist das zweite Mal, wo das passiert. 10%, Digga. 10. Das ist unfassbar. Ja, jetzt müssen wir wieder overcommitten und zwar gottlos. So, die Wiesentafel hat's wieder gemacht. Dortrom stirbt. Danke dafür. Danke für gar nichts, Alter. Das ist einfach traurig. Na gut. Schallwelle, die ist Terrapagos. Okay. Das ist fein. That's fine by me. Böllern wir hier rein? Probably, ja. Was hat er noch? Ekelhafte Mons noch haben. Nee, wenn wir Terran, trifft er uns sehr effektiv. Chiyu wird zurückrufen, okay. Ist der Pilz da? Wahrscheinlich. Ja. Das heißt, er geht auf Aurasphäre auf Yuyu? Oder was macht er? So, Sinnet, ich grüße dich ganz herzlich und Wenger, ich küsse dein Herz. Du weißt Bescheid.
Grasfeld ist weg. Aber er ist nicht auf Plus. Er hat halt den Boost, ne, von Shiyu. Das tötet Shiyu. Maschallah. Damit haben wir verloren. Mal wieder. Was ist das für ein Set? Holy smokes. Mach mir einen Gefallen. Okay, er outspeedet uns alle. Geh bitte auf die Pilzspore auf Primarina. Ansonsten haben wir straight verloren. Wenn er nicht auf Primarina geht, haben wir straight verloren. Wäre halt dumm. Ja. Okay. Macht er halt nett, ne? Okay, wir haben maybe noch eine Chance, wenn, wenn wir einen First Turn Wake Up kriegen. Ansonsten GG. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal schneller. Da kommt der Sternhagel. Ah, ey, unfassbar. Rollenknödel sein Homie. Okay. Ja, jetzt muss ich auf plus 2 gehen. Ist er auf Bildspore gegangen? Einfach just for the lulz? Oder auf Matschbombe? Matschbombe Poison wäre auch deadly. Als Singleton. Oh, Mann! Er hat halt noch einen Mon, ne? Selbst wenn wir die beiden one-shotten würden, er hat immer noch einen Mon. Und das müssen wir ausgeben. Wenn es nur ein Mogelhieber ist oder irgendwas, ist vorbei. Oh, never mind. Chiyu. Nummer 6. Ah, na, alles gut. GG. GG. Imagine, er würde den Hitzekoller 10% missen. Wie witzig wäre das denn? Dann hätte er gleiches Pech wie ich. Aber, ey, wir können uns nicht beschweren. Wir haben den First Turn Wake Up bekommen. Ohne den wären wir sowieso gestorben.